Ja, wir dachten uns, wir liefern euch in Bloodborne Folge 13 etwas Abwechslung. Zeigen euch mal hier nochmal, ne? Wir wollen mal gucken, was mit den Bestienbluttabletten. Ob man die hier kaufen kann. Korrekt. Halt bei denen da. Möglich. Wir haben 17 Einsicht. Haben wir noch ein paar Köpfe? Ah, Da. besser. 17. Oh, fuck. Ja, mein Gott, was soll's. Aber warte mal, Gegenstand über Maximalwert erlangt. Haben wir denn hier noch welche drin? Ja, guck. Nee, Guck 10 mal, haben die wir Truhe, das ist dabei. ja unser Inventar. 22. Hätten wir sogar noch welche, okay. Was denn? Ja, nee, ich habe mir überlegt, mit neuen Waffen fange ich jetzt am besten gar nicht an. Hat er hier schon eine eingeworfen? Was? Du im Wild gedrückt hast. Hast trotzdem noch 10 dabei, ja. Naja. Ich überlege irgendwas mit der Schuss. Die Schusswaffe habe ich jetzt überhaupt nicht benutzt in dem Bosskampf. Da, Nee. also, wenn ich halt eine Attacke kommen sehe, weiche ich halt aus. Ich habe jetzt bei dir, du hast ja auch ein paar Mal geschossen, paar Mal ist er so ein bisschen zurückgezuckt, aber es ist ja nie, dass du dir mit Zeit gekauft hast, sondern es ist praktisch nur, Ja. dass du wieder Ich zurückgesetzt, weil probiere jetzt dann trotzdem noch mal ganz kurz die Zweihand mit der die Bestienblut. Zweihand mit der Bestienblut und wenn das nicht klappt. Fliegt die Scheiße hier aus dem Fenster. Ja. Schnauze voll mit dem Scheiß hier. Schnauze voll. Irgendwann platzt der Knoten halt meistens doch. Ich weiß, ich würde mich Frage, gerne, welcher Knoten zuerst platzt. würde mich gerne gerade daran erinnern, wie wir das bei den bisherigen Hassbossen gemacht haben. Das war einfach irgendwann, ging es halt einfach, Oh oder? mein Gott, das, irgendwann kommt es halt zusammen. Das bei solchen Sachen ja so. Das ist eben das eine Mal eine super erste Phase. Ja. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt ein paar Mal irgendwann erst was schaffen, dann wird die zweite irgendwann blöd und hast irgendwann auch mal eine gute zweite Phase. Also, und irgendwann kommt es dann einfach zusammen. Dann machst du halt in einem Run dann halt die Fehler halt nicht. Oder hast halt auch vielleicht Glück mit den Animationen oder mit den Moves, die er macht. Ja. Jetzt gucken wir mal hier. Manchmal hat man auch echt extrem Pech mit den Moves, die er sich so einfallen lässt. Manchmal dreht er halt einfach voll durch und packt nur die fiesen Sachen aus. Das war zum Beispiel keine gute Idee. Der letzte Schlag, es war sehr unwahrscheinlich, dass du das triffst. Bist du weg? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach da. Weißt du, was übrigens auch ein, was ich gelesen habe, Was hat er denn dass gelesen? man Also, dass es auch hilft, den nicht zu fokussieren, weil bei dem Ding, wenn du versuchst, die Rolltaste zu drücken, rollst du dich in ihn rein. Bei welchem Ding? Wenn er diesen Tantrum-Dingsbums da schmeißt. diesen Stepptanz Ja. aufführt. Weiß Weil nicht. du. Sonst würde ich würde ihn schon ganz gern fokussieren. Also, das würde ich nicht lassen. Weil dann verliest du ihn viel zu oft aus dem Blick. Weiß ich nicht, würde ich nicht machen. Was ich jetzt fand bei deinem Versuch, Ja. dass du oft noch einen Schlag zu viel angebracht hast. Ja. Du hattest sogar ein, zweimal Glück, da hast du noch getroffen, aber zweimal ging es auch daneben. Ja. Und Ich habe eher lassen. schon mal erwähnt, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Ich denke mir halt, vielleicht krittet der eine Schlag fürs Tausendfache vom Schaden. Monster Crit. Und dann vergeht er einfach in einer gigantischen Atomexplosion. Du musst nicht vielleicht Azuras Wrath spielen. Stimmt. Button-Mission. Das fand ich ganz cool irgendwie von den Trailern und so. Und dann habe ich es mal gespielt und fand es dann überhaupt nicht so cool. Ja. Schade. Ja, schade. Ich dachte echt, das wäre ganz gut, das war mir noch ein bisschen zu schade. So, jetzt Konzentration wirklich nicht mal diesen einen Schlag noch anbringen. Und zwei ist gut hier. Und dann ist er weg. Genau, wenn wir jetzt zügig waren, hätten wir nicht getroffen. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Und lass es. Scheiße. Ja, war halt nicht gegangen. Aber es hätte nicht sein müssen. Alter! Zurück, zurück, zurück und heilen. Jetzt heilen. Und jetzt heilen. Okay, passt. Weg, nicht nochmal zuschlagen. Das war jetzt war wieder zu viel. Ich bin so ungeduldig. Wieso bin ich so ungeduldig? Als ob ich das jetzt zu beenden könnte mit dem Schlag. Aber als Zuschauer ist man immer klüger. Manchmal passiert, habe ich Ah! auch manchmal gemacht und manchmal habe ich mich zusammenreißen können, aber als Zuschauer denkst du immer so. Vor allem ist das geil, als Zuschauer hast du immer recht. Wenn du halt Ja. denkst, ja, nicht auch angreifen, dann greifst du nochmal an und triffst ihn. Naja, war schon okay. Und wenn du halt dann nicht triffst, denkst du, habe ich doch gesagt. Ja. Also du bist praktisch immer so in der Position so, du machst ja nur Quatsch. War nochmal getroffen, naja, ist Ja. okay, aber nicht getroffen, ha, ich wusste es doch besser.
Jetzt mach's nicht, okay? Den dritten Schlag bringst du fast nie unter. Das ist wirklich so. Okay, ich versuche nur zwei. Ja. Der habe ich untergebracht. Den wird es nicht geben, ey, der Fiole. Ohne den wären wir so am Arsch, ey. Ja, was das Play jetzt abbrechen können. Wie viele Versuche haben wir wohl schon? Ach, bestimmt 50. So 250 Fionen allein von dem? Das wäre ein bisschen, wenn du das noch farben müsstest, ey. Ehrlich gesagt. Okay, jetzt Konzentration wirklich. Nicht immer diesen dritten Schlag noch versuchen. Außer eins, zwei, two. Und weg. Genau. Das schaffst du jetzt. Du hast eben auch in der letzten Bosskampf fand ich halt so extrem Pech, one, auch mit den Sachen, die er gefahren hat. Two. Da war es auch okay, genau, weil er die Seite und perfekt. Du hast im letzten Versuch extrem Pech, weil dieser Trampelangriff ist doch hier richtig mies. Und das hat er dann auch ziemlich früh ausgepackt. Heilen. Nice. Okay, jetzt alles ein bisschen reset. Nach dem dritten Schluss. Sehr gut. Hast sogar alles regained. Sehr gut. Läuft. Schön konzentriert bleiben. Und jetzt weg. Ja, schön. Wow. Und einmal noch. Komm. Dann ist die Phase. Jawohl. Traum. Richtig, richtig gut. Bleibst du bei der zweiten Variante? Ich glaube schon. Okay. Geht das abbrechen? Ja. Ja, irgendwie schon. Okay, wir müssen auch erstmal die ganzen Angriffe hier kennenlernen. Oh, weg. Sehr gut. Heil dich einmal. Wieso konnte ich denn nicht rollen? Ach nein. Ah, okay. Der hat die erste Phase richtig gut gemacht. Sehr schön. Okay, was gab's hier? Er macht zwei so schräge Hiebe. Ja. Von oben nach unten. Die sind aufgeladen, hat man ganz gut erkannt und auch genug Zeit gehabt. Ein Angriff nach vorne. Geht alles. Ich bin halt so aufgeregt bei der zweiten Phase, weil das halt unbekanntes Terrain ist. Ja, aber ich weiß, was macht er jetzt? Und sich da wieder zurückzunehmen und jetzt halt nur mal den einen Schlag und da eine Rolle und... Das Problem ist, man weiß da auch nicht, wann kann man sich heilen. Ja. Das hatte ich vorhin, das Problem, als ich in der zweiten Phase war und so wenig Leben hatte. Ich wusste jetzt gar nicht, wann heile ich mich denn jetzt, ne? Also, ja. Was denn das an Angriffsmuster. Es gibt ja auch Spiele, wo man dann in der zweiten Phase schon anfängt, wenn man die schon geschafft hat, die erste. Also Crap, Care Bear Games oder was? Ich persönlich stehe auf Schmerzen. Das sowieso. Gut, dass wir diesen Bestienblut-Dinger noch was in the petto hatten. Ja. Doch, der Schadensboost ist schon gut. Okay. Eins, zwei und gut. So ein Fucker. Das ist das, was ich meinte. Ne? Du erwartest diesen normalen Rechtshänderangriff und dann macht diesen Kopfnick und das zieht 3/4 HP ab. Da sieht nicht mal schlimm aus, ne? Man fliegt nicht wild durch die Gegend, nichts. Vor allem, er springt mit seinem Kopf auf mein Schwert. Und ich bin tot. Wait, what? So habe ich noch nicht gesehen, ja. Hut, der von Jägern getragen wird, die Formalität bewundern. Ich finde, die psychologische Komponente, dass da zwischendrin so eine Cutscene kommt, noch fies. Schon irgendwie, ne? Weil du aus deiner Konzentration rausgerissen wirst. Ich find's schlimmer, dass das halt danach eine Phase kommt, die ich nicht kenne. Na. Also, wo ich mir denke, was macht er jetzt? Oh nein, jetzt haut er rechts, tut das weh, wird es mich treffen, kann ich wegrollen, kann ich nicht wegrollen, wann kann ich mich heilen?
Und, das, und um diese Phase zu üben, die zweite, müssen wir uns erst natürlich die erste wieder quälen, die wir auch nicht halt leider so oft schaffen oder jedes Mal. Oder jedes Mal sowieso nicht, oder auch. Ja, nicht jetzt so problemlos ist oder so. Okay, eins, zwei. Ja. Das war so was, was ich nicht so mal treffen kann, aber es ist besser, es nicht zu machen. Psst. Weg. Sehr gut. Mich voll reinbaiten lassen. Aber man kriegt echt mehr Schaden, oder? Ich glaube schon. Aber es ist durchaus wert, weil es gibt immer wieder Durchläufe, wo wir einfach es schaffen, halt lange nicht getroffen zu werden. Ja. Und dann muss man das einfach ausnutzen. Das meine ich damit, du hast eben so einen guten Run gehabt und dann hat man wieder manchmal so Versuche, gehst du rein, triffst ihn einmal und dann wirst du dreimal getroffen und bist tot. So, ja, danke. Ja, ich meine, wenn wir halt endlos können. Ressourcen hätten, dann wäre das auch gerade wurscht, aber... Wir wollen nicht Schluss, das stimmt leider. Ruiz. Dein Versuch in der zweiten Phase war auch gar nicht so schlecht. Dafür ist es halt jetzt gerade zum ersten Mal gemacht haben. Fand ich jetzt ganz okay. So, es hat dann bloß, trotzdem kommen da ein paar Moves, die man halt nicht kennt. Das ist ein bisschen scheiße. Okay, jetzt. Man denkt trotzdem, weißt du, wenn der so in die Knie geht. Ich habe auch gerade gedacht, dass den dritten triffst du noch. Und dann ist er trotzdem schnell genug weg. Sehr schön. Und weg, und weg. Und fütter dich. Oder auch nicht, gut. Sehr schön. Besten Blut ist auch ziemlich weit oben, das heißt, du machst ordentlich Schaden. Weg, weg, weg. Ja, ich komm nicht. Schon wieder tot. Ey, krass. Nimmt man denn auch, wenn das Besten Blut ansteigt, ich glaub, dann du kriegst noch viel mehr Schaden? Ich glaube schon. Ja, kann gut sein, weil du bist ziemlich schnell kaputt gegangen. Fuck it! Da fand ich aber auch, um jetzt mal, dass wir versuchen, die Fehler auszumerzen, da warst du ganz schön unvorsichtig. Er war mit dem Gesicht zu dir und dann hast du zweimal draufgeschlagen. Ja. Was eigentlich... Ich bin, also man kann ihn ja, wenn man das Gesicht trifft, gibt es ja nochmal die Option, dass er wirklich so zusammenklappt und du dann einen Eingeweideangriff machen kannst. Dann bitte er dich halt tot. Ja. Aber ich bin halt ein Gambler. Also du darfst nicht gamblen, wenn die Chance... 1 zu 27 steht oder so. Hit me, 18. Hit me, 19. Hit me, 21. Hit me. Ja, genau. Eine kleine Blackjack-Anspielung. Aus der Familientyp. Ich wollte gerade sagen. Das wollte ich auch gerade sagen. Na, wir sind auf einer Wellenlänge, was Scheißwitze angeht. Ja, auch was Scheißspielen angeht. Ja. Wir könnten eigentlich ein und derselbe Typ sein. Top. Richtig. Sehr gut. Mit dieser Disziplin wirst du weit kommen, Junge. Das ist so eine Scheiße. Könnte ich mich ärgern, ey. Könnte ich alles kaputt hauen, könnte ich da. Das ist so billig, dieser dumme Kopfnicker, der einen so viel abzieht. Ne? Das ist so eine Vollscheiße. Alter! Diese Runde hat er keine Lust auf dich, oder? Er wartet, bis ich die scheiß Staffel in der Hand habe und dann schlägt er zu! Das ist er steht da hinten und dann denkt man immer so, okay, jetzt macht er diesen einen Angriff oder kommt auf einen zu und dann jetzt habe ich die Chance, was zu tun. Und dann wartet er mal und dann hopp. So ein Fucker, das ist unglaublich. So ein mieser Fucker. Wir könnten theoretisch aufgeben. Nein, sonst schlimm ist nicht. Irgendwo anders noch weiterspielen. Irgendwann, aber ich bin ganz so weit bin ich ja nicht. Also Optionen, die wir noch haben und die eben auch darunter gehen und NPCs beschwören. Darunter geht es wohl nicht großartig weiter, aber du kannst NPCs dazu holen. Oh, andererseits ist es jetzt so ein bisschen wie unter großen Verlusten irgendwie
irgendwas erobert zu haben, um dann hinterher es sein zu lassen. Also wenn man halt, genau, wenn man beim dritten Versuch den NPC beschwört, okay. Ja, aber ja? So sind wir. Aber nicht beim 50. Versuch, aber dann. Ja. Dann, ne. Ja, keine Ahnung, es gab noch diese Höhle mit dem Gatling-Gun-Typen, relativ am Anfang. Ja, boah, ich sehne mich so nach der Höhle mit dem Gatling-Gun-Typen. Was da halt so ist, keine Ahnung. Es gibt ja noch so ein paar Möglichkeiten, weiter zu spielen. Ich würde das auch ganz gern mal schaffen. Ah, moin. Geil. Weg und heilen. Weg. Ich muss eigentlich warten, bis da so eine Animation abfährt. Wenn man weiß, dass sie einen nicht trifft, dann kann man sich heilen. Weil wenn man sich heilt, wenn man so weit weg, dann macht immer diesen Sprungangriff. Der Treppe hat man auch ein bisschen wenig Bewegungsspielraum. Oh, of course, right. So lässig. Weg. Warum? Why am I always doing this? Sehr schön. Fuck, jetzt bin ich noch voll erwischt, scheiße. Ich hätte auch gedacht, dass dich da nicht trifft. Shit. Shit. Ich hätte auch gedacht, dass du ihn da schön ein bisschen einschenken kannst. Fuck. Aber andererseits, ob ich jetzt halt, also ich meine, ich sterbe, weil ich Fehler mache. Ja, und ob ich mir einen Fehler mehr erlauben kann oder nicht und dafür aber viel weniger Schaden also ich weiß, je länger ich spiele, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Fehler mache. Und wenn ich mehr Schaden mache, muss ich nicht so lange spielen. Also das eigentlich die gleiche Logik. Ich spare mir Leben, nur so zwei Hand. Ich spare mir Lebenszeit mehr oder weniger, wenn ich es mit der Bestienbluttablette probiere. Ich würde sagen, wenn du halt, weil du irgendwann zu diesem Run kommst und du keinen oder weniger Fehler machst. Diese Verkettung von mehreren Schlägen ohne Fehler sozusagen. Ja. Und dann ist sie halt wertvoller sozusagen. Und wenn du sonst Fehler machst, stirbst du halt dann bloß ein bisschen schneller. Ja, schon okay. Ich finde das durchaus. Vielleicht probiere ich es auch nochmal mit der besten Blut plus zwei Hand. Für mich lief das davon einfach ganz gut, auch mit der ohne der Reflekt. Keine Ahnung. Ist alles. Ist doch eh alles. Wir machen schon Fortschritte, so ist es nicht. Es spielt sich alles deutlich kontrollierter. Wir kommen weiter. Wir lesen viele seiner Angriffe schon wesentlich besser. Aber sind halt noch nicht ganz so weit, dass wir kaum Fehler machen. Nicht das dritte Mal. Sehr gut. Sehr gut, da kannst du ein paar Mal reinhauen nochmal. Und nochmal. Und weg. Das ist eine Aufbau mehr. Wieso höre ich nie auf dich, Martin? Alter, so ein Fucker! No, no, no! Okay, heil dich. Zweimal gleich. Sehr gut. Boah, meine Fresse. Weiter. Okay. Sehr gut. Boah, da habe ich dich schon tot gesehen, ne? Ja. Okay, die zweite Phase. Autsch. Weg. Geh weg und heil dich, jetzt hast du Zeit. Sehr schön. Weg. Okay. Nee. Nein! Scheiße. Oh, fuck.
Mir schlägt das Herz bis zum Hals. Oh Mann. Aber das war auch, mir ist in der zweiten Phase die Bestienbluttablette ausgegangen, wodurch der Schaden halt latent nach unten gefallen ist. Ja. Und dann habe ich auch schon wieder, nachdem ich ein paar Treffer gelandet habe, auf die Anzeige geguckt und war halt sehr irritiert, wie wenig da weggegangen ist. Geh mal zurück, damit du neue Bestienbluttablette einsammelst. Ja. Ja, das schon. Aber auch mit Bestienblut hättest du es nicht geschafft gerade, weil du hast nicht so viel Schaden gemacht und du wärst ja früher gestorben, von daher war schon okay. Man muss auch einfach ein bisschen das kennenlernen. Man hat das Beste, doch ein bisschen mehr gesehen von seinem Moveset ja. und von dem, was er so veranstaltet. Von daher ist oben in der Kiste rechts. Ach stimmt, wir noch welche in der Kiste. Holen wir da nochmal welche. Und dann darf Martin in seine. Aber bis auf diesen blöden Sprungangriff, der halt ziemlich mies war, der dich halt fast getötet hat, hast du die erstmal echt gut gehabt. Welcher Sprungangriff? Naja, wo er dich erwischt hat. Achso, der Sprung ist und dann auf dich drauf, dann warst du ja fast tot. Ja. Und sonst lief das ja echt gut für die erste Phase. Ja. Oh Mann. Oh Mann. Hat aber leider nochmal nicht sollen sein. In der nächsten Episode gibt's, Spoiler Alert, mindestens noch eine Begegnung mit dem Ludwig. Und Martin darf bis dann.